Herzlich willkommen zu einer Folge noch mit Marsch. Blödsinn. Irgend von Thüringen. Zwei. Wir werden jetzt mit der Ernte fortfahren. Wir werden manuell immer nacharbeiten. Weil muss man immer das Kursplay immer einfuchsen hier. Das heißt, wir müssen in die Bereiche nacharbeiten, die nicht gearbeitet wurden. Und da wir jetzt ein bisschen Zeit haben. Weil der erste Drescher, der rote, der kann einmal nichts tun, weil auch nicht reif ist. Das heißt auf Deutsch, es wird nachts, es gegen 10 reif. Blöd, ne? Saublöd. Dunkel. Ihr wisst, wie ich das liebe, dunkel zu arbeiten. Aber wir müssen das Feld ernten. Das ist ja auch nichts. Wir werden mit der Aussaat nicht beginnen. Wir werden erst mit der Aussaat beginnen, wenn es komplett abgeerntet ist. Und dann werden wir das morgen früh entsprechend starten. Ein bisschen mehr Licht. Ups. Schneidwerk hoch und geht schon leer. Aufnahme läuft. Uhr auch. Denn die größte Gefahr ist, die Fahrt extrem lang werden. Das bringt ja für keinen was. Ne? Mal sehen, wenn morgen die Ernte läuft, die Aussaat. Ja, später dann werden wir sehen, ob wir da mehr bisschen was verkauft kriegen. Einen günstigen Preis, ne? Nicht günstig, sondern teuer wie möglich. Aber ich glaube, die Preise sind hier ein bisschen tiefer als in einer Karte. Ich folge deswegen, weil die Flächen so groß sind. Hallo, ich arbeite doch alleine. Müsste gegen 10 Uhr wieder wachsen. Und dann noch Arbeit auch noch. Da bin ich ein bisschen im Konflikt, dass es gar nicht so schnell wächst. Aber das ist noch so weit zurückgewachsen, dass man dann sagen könnte, das ist ein bisschen tragisch. So. Mal schauen. Also ich sehe genauso wenig wie ihr. Vielleicht seht ihr ein bisschen mehr als ich. So, laut Karte müssen wir noch ein bisschen mehr sehen. Anderer Monitor jedenfalls. Wertvolle Frucht. Nicht mehr erkennen, ob überhaupt wächst. Ist all dunkel.
Sobald er mit Düngerstreuer fertig ist, gehen wir auf 30, dann können wir die Nacht etwas schneller durch die Region kriegen. Leider kommen diese von Fabrikstrips von dem Typen, von den Leuten, von den, fällt mir gerade nicht ein. Die kommen später. Wird keine Palettenwerke geben oder Sägewerke zurzeit. Das sind Lohnzahlungen für unseren Düngerstreuer. Kann man nicht erkennen, ob es ein grün oder ein reif ist. Ich will in die Karte gucken. Kann man hier wegmachen, man kann ein bisschen. Innen ein bisschen besser. Dass man die Gefahr hat, man links und rechts nichts erkennt. Ne? Dass man, was vergisst. Sieht. Scheint alles heiß zu sein. Scheint auch nur so. Dunkel. Ja. Bei der Vierstelle wird es nicht heller. Bis wir so eine fliegende Drohnen haben, die Licht machen, ne? Gibt's aber nicht. Also ich wüsste jetzt keine, was es geben würde. Das sieht reif aus, aber das kann ich ganz sicher. Ich möchte auch ranpirschen an den roten, dass der Abstand etwas geringer ist. Dass wir da endlich diesen Rhythmus reinkriegen hier. Dass wir keiner mehr Sachen liegen lässt. Dass einer auf der linken Seite arbeitet, einer auf der rechten Seite arbeitet. Wir nähern uns dem anderen Drescher. Kann man erkennen, und man, auf der Karte unten links ist ein gelber Punkt, aber das ist der andere Drescher. Volle Kraft heraus, sagen wir so, ne? Was meint ihr? Machen wir hier Schweine? Außenansicht angehen. Dann wird das hier entsprechend besser sehen. Wie gesagt, eine komplette Fahrgewende fehlt. Der Nachteil arbeitet auch noch. Wie gesagt, wenn du Felder drei Stufen drin hast mit Reifengrad, dann sind wir recht blöd. In Anführungszeichen. Und dann hast du mehr. Ja. Kannst du einen nicht anfangen, das andere nicht aufhören. So, Düngerstreuer ist fertig. Dann mache ich hier fertig.
Dann nähern wir uns den roten Mitröcher. Im zweiten Band. Das ist übrigens ein Mod, den die Originalen kann man nicht gut entfernen. Wir müssen mal ganz kurz eingreifen und den Band freistellen. Der wäre fertig. Gehen wir runter. Ne, runter ist Quatsch. Blocking. Ja, Blocking wäre fertig. Haltwerk 300%. Da ist der rote. Mal gucken, ob das denn klappt. Ob das reif ist? Ist reif. Gut. Dann geben wir noch einen Düngerstreuer. Digga, arbeitet jetzt normal nicht. Gut. Lassen. Gehen wir ganz kurz in eine Karte rein. Ja, klar wird dann wieder gespeichert, wenn es schnell gehen soll. Ja, so. Gegenmodus. Bodenbeschaffenheit. Unkraut. So. Stufe. Wollte ich mir gedüngt. Gedüngt ist gut. Da der Ecken fehlt zwar Kalk, aber das macht nichts. Dann werden wir gleich Unkraut bekämpfen. Da werden wir gleich mal den Düngerstreuer wegstellen. Natürlich sau blöd. Im Dunkeln. Das mache ich überhaupt nicht. Oh, die Ernte. Wir werden schlafen. Und kann man doch mal früh noch warten. So, auf zur Giftfresse, Spritze. Oder gehen wir ins Bett? Ins Bett gehen wir sowieso. Kann ja kein Mensch arbeiten, dunkel. Der Rahmen schwarz. So. Zack. Gehen wir um die Liege hin, um die Liege, da oben links, oben links. Bretter stehen zurzeit, wir machen nichts. Ist gerade reif geworden. Sollte eigentlich nicht verdoren. Wenn nicht, naja. Ah, hier, hier haben wir unsere Liege. So, wir hatten um 10 und 8 Stunden schlafen. BGH 4000, Kreditzinsen, Kriegskosten, Fahrzeuge, Gebäude und es ist wieder hell. Oh, schon 7. Doch, Uhr vergiert. So, schnell zum Drescher laufen. Als erstes mal gleich starten hier Unkrautbekämpfung. Oh, ist das gewachsen, Unkraut. Wir haben eine Blumenwiese.
Ja, das ist schön bunt. Wollverkauf. Wir können jetzt auf 1 gehen, ne? Das ist jetzt. Uns atmet ja Stress aus. Wir wollen ja hier die Ernte einfahren und möglichst noch aussehen. Die Aussaat betreiben. So, Spritz-Arbeitsmodus. Den alten Saft löschen. Tolle 36 Meter, noch nicht 24. Die Sondernacht in Thüringen. So. Der war rechts. Der war auch rechts. Wasser. Also mal kurz von außen anschauen. So. Wenn der rechts ist, dann muss der links sein, ne? Normalerweise. Aber wir fangen mit dem roten an. Sonst hätten wir Überholung. Komm nicht durch. Wird auch schon reif? Ja, wir haben genug Arbeit. So, rechts. Gut. Gut. Da werden wir ja eine Runde nacharbeiten müssen, jetzt zum Schluss. Oder lasse ich einen in die Runde fahren? Links. Das meine ich mit durchdrehen. Na gut. Das ist die Runde, die ich meinte, die er nicht fahren sollte. Die man eigentlich hätte fahren können und sollte, dann wäre das überall. Aber die Folge ist eine neue. Hat mich gefreut. Schaut wieder rein nach Möglichkeit. Lust und Laune, würde mich freuen. Und seid mal Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Bis, ja, hoffentlich morgen, ne? Ciao.